Natürlich, wenn man als Sieger auf den Platz geht, ist man immer zufrieden, ganz klar. Ja, aber es gab viele, viele Situationen, die, glaube ich, das Match spannend gemacht haben. Im ersten Satz war ich eigentlich relativ zufrieden, wie ich gespielt habe, habe meine Chancen nutzen können. Im zweiten Satz habe ich dann, glaube ich, so einen kleinen Hänger gehabt. Anfang des zweiten Satzes gleich ein dummes Break bekommen mit vielen, vielen leichten Fehlern. Es gab dann nochmal so ein paar Momente, wo ich dann am dritten Satz früh das Break machen konnte. Er hatte dann nochmal eine Breakchance, um alles wieder auszugleichen. Und da konnte ich mich nochmal rauskämpfen und dann, glaube ich, bei 4-1 im dritten hat er dann, glaube ich, mit sich selber ein bisschen gehadert, weil er eben auch seine Chancen nicht nutzen konnte. Und das ist ja meistens so im Tennis. Ja, wenn man die wichtigen großen Big Points gewinnt, gewinnt er meistens das Match. Ich meine, es waren, sage ich mal, ziemlich schwere Konditionen heute mit dem Regen ein bisschen am Anfang. Also es war vielleicht nicht so leicht, auf den direkten Winter zu gehen, wie es vielleicht sonst hier ist, wenn die Sonne scheint und es viel wärmer ist. Insofern musste man vielleicht ein bisschen geduldiger bleiben und vielleicht ein bisschen mehr einen Stopp einbauen und ja, sein Spiel variieren. Und generell, glaube ich, haben wir beide das ganz gut gemacht und versucht, so gut wie möglich zu spielen. Aber wie ich schon erwähnt habe, ich glaube, am Ende ging es eigentlich nur darum, wer dann diese gewissen Big Points gewonnen hat. Morgen ist das Wichtigste, mein Match gegen Florian Mayer gut zu spielen. Ja. Natürlich versuche ich da, mich zu steigern. Je nachdem kommt natürlich darauf an, wie er auch spielt, wie sehr er mich ärgern will. Und wie gesagt, ich freue mich auf das Match, bin froh, dass ich hier nochmal eine Chance habe, ein Match zu spielen. Ich will natürlich, wenn es gut geht, weit kommen hier möglichst.